Herzlich willkommen zu Schauleben, Ihrem regionalen Lifestyle- und Wohlfühlmagazin. Ja, unser größtes Organ ist oft schon in der Kindheit diversen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die ihm schaden können. Die Rede ist von unserer Haut. Und wenn die mal juckt oder gereizt ist, dann gibt es auch natürliche Methoden, wie man dem entgegenwirken kann. Claudia Schauflinger hat einige Hausmitteltipps parat, um der Haut etwas Gutes zu tun. Die Haut. Sie ist das größte Organ des Menschen, reguliert Körpertemperatur und schützt vor äußeren Einflüssen. Da sie abgibt wie auch aufnimmt, werden manchmal Stoffe aus der Umwelt aufgenommen, die schädlich sein können. Generell gilt die Faustregel, weniger ist mehr. Weniger Cremen, weniger Shampoos und Badezusätze. Viele Feuchttücher, die man zu kaufen bekommt, enthalten auch viele Stoffe, die die Haut reizen, wie Alkohol, Konservierungsstoffe oder Formaldehyd, um die Haltbarkeit zu garantieren. Feuchttücher können aber auch ohne chemische Inhaltsstoffe selbst hergestellt werden. Tipp 1: Biologisch abbaubare Feuchttücher. Man benötigt eine weiche, reißfeste Küchenrolle oder vierlagiges Klopapier, Öl wie Mandel-, Oliven- oder Jojobaöl, Wasser, destilliert oder abgekocht, ein ätherisches Lavendelöl und Rosenhydrolat sowie ein Gefäß zur Aufbewahrung. 250 ml Wasser, 2-3 Esslöffel Öl, 2 Tropfen ätherisches Lavendelöl sowie ein paar Spritzer Rosenhydrolat werden in einem Behälter mit einem Quirl vermischt, damit sich das Öl nicht absetzt. Das Klopapier oder die halbierte Küchenrolle im Vorratsglas mit dem Wasser-Öl-Gemisch übergießen und kurz stehen lassen, damit die Flüssigkeit einziehen kann. Das Lavendelöl wirkt antibakteriell, hat eine entzündungshemmende Wirkung und verleiht den Tüchern einen angenehmen Duft. Das Rosenhydrolat ist ebenso besonders angenehm bei Entzündungen, Schmerzen und juckender Haut. Es wirkt antiseptisch und beruhigend. Danach den vollgesogenen Karton in der Mitte entfernen und die Blätter bei Bedarf aus der Mitte herauszupfen. Diese Reinigungstücher enthalten keinerlei Chemikalien und sind sogar biologisch abbaubar. Da hier keine Konservierungsstoffe enthalten sind, sollte man auf die Verwendung von destilliertem Wasser und sauberen Küchengeräten achten, um ein vorschnelles Verkeimen zu verhindern. Die Tücher sollten rasch verbraucht werden, bleiben jedoch einige Tage frisch. Tipp 2: Selbstgemachte Ringelblumensalbe. Man benötigt Mandelöl, Bienenwachs, einige trockene Blüten der Ringelblume sowie zwei kleine Töpfe unterschiedlicher Größe oder ein Topf mit einem Wasserbadeinsatz, um ein warmes Wasserbad herzustellen. Ein Sieb- und Baumwolltuch und einen kleinen Salbentiegel zur Aufbewahrung. Im Wasserbad werden 9 Teile Mandelöl und 1 Teil Bienenwachs geschmolzen und dabei nur gering erhitzt. Hinzu kommen ein paar getrocknete Blüten der Ringelblume. Die Ringelblume, auch Calendula genannt, wird immer schon gerne in der Heilkunde verwendet. Äußerlich hilft sie bei Hautentzündungen, Wundheilungen, bei Quetschungen, Furunkeln oder Ausschlägen. Hat sich das Öl-Wachs-Gemisch verflüssigt, wird es von der Wärmequelle genommen und über Nacht beiseite gestellt. So können die Inhaltsstoffe der Ringelblume vom Öl aufgenommen werden. Am nächsten Tag wieder erwärmen, bis es flüssig ist und durch ein Sieb mit einem Baumwolltuch in einen Salbentiegel füllen. Je nach Bedarf kann die Salbe nun auf Wunden, bei leichten Verbrennungen, Abschürfungen, Kratzern, Rötungen oder bei trockener Haut verwendet werden. Ebenso eignet sich die Salbe als Lippenbalsam. Tipp 3: Tee für Waschungen. Stiefmütterchenkraut, Gänseblümchen und Eichenrinde sind bewährte Zutaten für Waschungen und Bäder bei wunder oder juckender Haut. Rötungen können gelindert werden und der Juckreiz gemildert. Die Kräuter einfach mit heißem Wasser aufgießen, ziehen lassen und den daraus ergiebigen Tee in eine Schüssel füllen. Etwas abkühlen lassen und mit einem Waschlappen die betroffene Hautstelle waschen. Oder man fügt den entstandenen Kräutersud dem Badewasser hinzu. Für ein solches Bad werden keine weiteren Zusätze oder Seifen verwendet. In der Volksmedizin wird das Stiefmütterchenkraut gerne zur Hautpflege bei Akne und Ekzemen sowie schuppigen Hauterkrankungen oder Milchschorf bei Kindern eingesetzt. Die Gerbstoffe der Eichenrinde und des Stiefmütterchens legen sich schützend über die angegriffenen, gereizten Schleimhäute.
So kann sich die Haut wieder entspannen und zur Ruhe kommen. Gerade haben wir Sie noch im Beitrag Zaubern und Werken gesehen. Jetzt ist die zauberhafte Claudia Schauflinger bei mir im Studio und wir wollen noch ein bisschen näher auf das Ganze eingehen, wie wir unsere Haut von außen und von innen pflegen wollen. Servus Claudia, schön, dass du bei mir bist. Hallo Vanessa. Was mich besonders fasziniert hat in dem Beitrag, war die Herstellung dieser Feuchttücher, weil die habe ich persönlich irrsinnig gern, halt bislang immer die herkömmlichen. Aber mir hat diese Variante, dass man das selber so einfach machen kann, sehr gut gefallen. Du hast sie auch mitgebracht. Genau, und du darfst sie gleich ausprobieren. Was ich besonders toll finde, ist, das müssen Sie sich jetzt anschauen, das hätte ich nämlich nicht gedacht, die tatsächlich super reißfest sind. Also ich hätte ja schon geglaubt, dass die eher dann nach ein paar Stunden, wo die da eingeweicht sind, dann so zerfallen und man dann irgendwie so Fetzen rauskriegt. Aber das ist wirklich toll und Sie können es leider nicht riechen, es riecht fantastisch. Das ist großartig. Ja, das ist die tolle Rose, ja, die uns mit ihrem Geruch verwöhnt und der Lavendel. Die sind natürlich beide wunderbare Düfte, die wir auch gerne riechen. Und sie dürfen ja auch die Nase verwöhnen. Und am besten geeignet zur Handreinigung oder wofür hast du sie im vorgesehen? Im Alltag mit den Kindern ist natürlich auch das Reinigen des Popos vom Baby immer wieder ein Thema. Da ist natürlich Wasser, wenn man zu Hause ist, alleine schon super. Ja? Einfach mit einem Waschhandschuh und Wasser das Kind reinigen. Aber unterwegs sind halt Feuchttücher einfach praktisch. Und dann kann man sich mit denen gut behelfen. Ja, und dann alles, wo man sich sonst irgendwie anpasst, eben Hände abwischen. Und ich habe ja keine Wickelkinder mehr zu Hause, habe trotzdem immer Feuchttücher, weil wir sie auch gern als feuchtes Klopapier verwenden. Ja, ja, und zum Abschminken zum Beispiel sind sie auch super. Abschminken das kannst auch. Dann später probieren. Ja, das geht jetzt ist vielleicht nicht so gut. Geht jetzt nicht, aber das ist super. Ja, es fühlt sich auch super angenehm an. Und die Zutaten, die du dafür verwendet hast, so ein wirklich reines ätherisches Lavendelöl und wie heißt es nochmal, merkt man das nicht? Rosenhydrolat, das ist ein Rosenwasser. Du, in jeder guten Apotheke, in der Kräuterdrogerie in Wien auch, da gibt es tolle Produkte, sehr hochwertige, da kann man sich auch gut beraten lassen. Und im Reformhaus, in Drogerien. Also es ist durchaus, es ist irgendwo verfügbar, man muss dafür nicht... Ja, na klar, es ist nur wichtig, dass man wirklich auf hochwertige Produkte achtet, also nicht irgendwas so im Billigsupermarkt an der Kasse schnappen, das nur einen Euro kostet, das ist ganz sicher nicht das, was wir an der Haut haben wollen. Mhm. Wichtig ist wirklich, da auf hochwertige Produkte zu achten. Mhm. Und man merkt, dass es riecht wirklich wahnsinnig und es ist es ganz, es ist auch total, es ist wirklich angenehm, das Gefühl ist toll. Ja, schön. Dann hast du gerührte Ringelblumensalbe, kenne ich schon aus meiner Kindheit. Da waren wir am Land immer bei einer Bäuerin, die hat es mit Schweineschmalz hergestellt. Du machst das mit Pflanzenöl. Also Mandelöl haben wir da jetzt im Beitrag verwendet. Ich finde einfach, es riecht nicht toll. Es ist auch, ich würde sagen, nicht so zeitgemäß. Mhm. Und ich habe auch ein besseres Gefühl, wenn ich beim Pflanzenöl wirklich auf eine gute Qualität schaue, weil man weiß, dass die tierischen Produkte ja leider sehr oft auch verunreinigt sind und ja, das ist eine Gefühlssache. Das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Was man gern bewährt ist eben, oder altbewährt sozusagen, das Schweineschmalz. Aber heute kann man sich eben auch mit pflanzlichen Alternativen sehr gut helfen. Aber kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ist ein Wundheiler sensationell. Genau. Also paar Mal geschmiert und die Haut ist wie neu geschlüpft. Also gerade alles, was so oberflächlich ist und auch da wieder mit den Kindern, das hat man ja leider dauernd, irgendwie Schrammen, Kratzer, Schürfwunden. Alles, was so an der Oberfläche gerötet ist, leichte Verbrennungen auch, da ist die Ringelblume wirklich bewährt. Schon seit der Antike und im Mittelalter wird sie immer wieder auch in Schriften genannt, bei der Hildegard von Bingen. Also die hat wirklich eine ganz lange Tradition, die Ringelblume. Und generell ist ja aber dein Credo, wenn du solche Dinge herstellst und auch was es angeht, die Haut zu behandeln, weniger ist mehr, man soll nicht zu viel tun. Genau, denn ja, die Haut, das ist ein bisschen... Ja, das ist ihre Besonderheit. Ja, sie ist unsere äußere Hülle, sie begrenzt uns nach außen und sie fängt auch vieles auf, das von außen auf uns eindringt. Da ist eh schon ganz viel in der Umwelt so an Stoffen und Giften auch da, die sie abwehren sozusagen muss. Und dann bin ich eine wirkliche Verfechterin dieser weniger ist mehr Philosophie, dass man nicht noch zusätzlich so viel drauf gibt. Ja, weil die Kosmetikindustrie muss sich auch damit behelfen, dass sie Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Duftstoffe und so weiter zufügt, weil wir wollen ja auch nicht eine Creme aufmachen und drei Tage später ist die schlecht. Ja, da muss man natürlich auch einen Weg finden. Und deswegen vermeide ich die Sachen ganz gerne, wenn ich sie vermeiden kann. Vor allem bei der Kinderhaut, die noch so sensibel ist, die noch nicht so starke Schutzbarrieren hat. Und helfe mir lieber mit Natürlichem. Wie schaut das bei dir aus? Darf ich fragen, nach deiner persönlichen Hautpflege, wie oft am Tag cremst du Hände oder...
Ja, das kommt darauf an. Also zum Beispiel in dieser Übergangszeit im Herbst und im Frühling, wenn sich die Luft auch so stark verändert, neigt man ja ein bisschen mehr so zu rissigen oder trockenen Händen. Da nehme ich ganz gern dann ein Mandelöl zum Beispiel zwischendurch und lasse das auch wirklich gut einziehen, sodass die Haut gut gepflegt ist. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie oft ich das mache. Ja, nach Gefühl, nach Bedarf, wenn es irgendwie spannt, dann vielleicht öfter. Merkt man ja dann auch selber irgendwie, wenn es juckt oder kratzt oder reißt oder sonst was. Bei mir gerade an den Händen sehr stark. Deswegen das ist der Frühling. Werde ich nachher deine Ringelblumensalbe. Ja, genau. Ich habe es vorher schon angekündigt. Wir haben im Beitrag welche gerührt. Ja. Ich habe sie dir auch mitgebracht in einem kleinen Tiegel. Ich habe die auch immer gerne in der Handtasche, die kleinen, so als Lippenpflege zum Beispiel zwischendurch. Weil die werden ja auch oft rissig, dann wenn man viel in der Sonne ist oder viel in der Luft. Dann ist das ganz angenehm, wenn man zwischendurch einmal in die Handtasche greifen kann und auch da wieder ein hochwertiges Produkt hat, das man vielleicht sogar selber gemacht hat, wo man weiß, was drinnen ist, dann kann man auch sicher sein, dass nichts dabei ist, das man nicht an der Haut haben möchte. Das fühlt sich jetzt schon herrlich an, das muss ich noch auf der anderen Hand auch tun. Und ja, schaut so aus, als hättest du mir auch was zu essen mitgebracht. Kannst gerne verkosten. Ja, ich habe im Frühlingsgarten noch ein bisschen gepflückt, bevor ich hergekommen bin. Da sind Gänseblümchen, Magst die haben wir ja auch im Beitrag bei dir auch, ja? gesehen. Und die Märzveilchen, ja, die riechen auch toll. Und das wissen wir spätestens seit der Kaiserin Sissi, die hat ja auf das Veilchen geschworen. Ja, in ihrem Jugendwahn hat sie sich jetzt viele damit beschäftigt, die Veilchen zu verarbeiten. Die Eismacher, das Konfekt hat sie gern gegessen, aber sie hat es auch auf die Haut aufgelegt. Ja. Sie hat einfach sich nur die Blüten? Veilchen Essig zum Beispiel machen lassen. Sie hatte eine Apothekerin, die diese Cremen auch für sie hergestellt hat. Und wir haben jetzt keine persönlichen Apotheker, aber wir können ein bisschen selber. Zum Beispiel eben habe ich dir mitgenommen, einfach ein, zwei Löffel Naturjoghurt, da gibst du Veilchenblüten und ein bisschen Gänseblümchen mit rein. Verrührst das gut, vielleicht auch ein bisschen schneiden und gibst es abends als Gesichtsmaske drauf. Denn alles, was wir essen, nährt unsere Haut, aber wir können uns diese Mineralstoffe und Vitamine auch natürlich außen auf die Haut auflegen, um sie gerade jetzt im Frühling zu pushen und so richtig gut zu nähren. Abschließende Frage, wie lange die Maske einwirken lassen? Das Joghurt wird dann trocken auf der Haut, die Flüssigkeit zieht ein und dann einfach mit Wasser sanft abwaschen. Claudia, es war wie immer ein Fest mit dir. Es sind total schöne Tipps, die du da gegeben hast. Ich hoffe, Sie zu Hause haben sich auch was mitnehmen können. Ich werde das tatsächlich essen und nicht auf mein Gesicht schmieren. Vielen Dank für die ganzen Dinge. Sensationell. Ich freue mich auf deinen nächsten Besuch bei mir im Studio. Dankeschön. Ich freue mich auch. Danke. Tschüss. Ja, und auch heute zeigt uns die Upcyclerin Doris Treidler von Fadenspiel, wie man aus alt neu macht. Aus ausrangierten Stoffen macht sie heute Elli das Einhorn, die einen angenehm entspannt schlafen lässt und für süße Träume sorgt. Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch, wie ihr dieses Einhorn nähen könnt. Ich habe sie Elli Einhorn genannt und sie ist mit Zirbenspänen gefüllt. Wie ihr wisst, mache ich mir ja immer eine Schablone. Hier habe ich mir auch ein Schnittmuster oder eine Schablone vorbereitet. Besteht aus dem Kopf von der Elli, aus den Ohren und aus dem Horn. Und zwar habe ich mir hier schon aus einem sehr, sehr alten Vorhangstoff aus den 60er Jahren wahrscheinlich schon, den Kopf zugeschnitten. Die Ohren bestehen aus einem Außenohr und einem Innenohr. Da habe ich so eine alte Stoffserviette genommen. Die Ohren werden dann wieder rechts auf rechts zusammengenäht, aber dazu später. Und das Horn kommt auch später dran. Zuerst werden wir mal zum Bügeleisen gehen und werden uns die Markierung bügeln, wo wir dann das Halfter aufnähen. Und da habe ich mir eine schöne Borte ausgesucht, die hier gut zu diesem Stoff passt. Unser Einhorn hat jetzt schon das Halfter. Als nächstes kommen die Ohren dran. Und nähen jetzt hier zusammen und wieder nach unten. Wichtig ist hier am Anfang und am Ende gut vernähen, weil wenn wir die Ohren dann umdrehen, dass sich das nicht auftrennt.
bevor wir die Ohren jetzt umdrehen, schneiden wir hier die Spitze oben ab. Nicht in die Naht hineinschneiden, vorsichtig. Und wenden die Ohren, damit die Spitze schön herauskommt, wieder mit einem Stäbchen vorsichtig die Spitze ausformen. Und fertig ist schon das erste Einhornöhrchen. Jetzt werden die Ohren gefalten. Und zwar, ich mache das immer so, damit sie dann nach vorne schauen, wenn sie eingenäht werden. Kriegen die da so einen Knick. Und damit man das nicht verrutscht, nähe ich das jetzt mal mit der Nähmaschine zusammen. Ganz knapp nur. So, zwei fertige Einhornohren. Jetzt ist es soweit, dass unsere Ellie die Ohren angenäht bekommt. Und zwar haben wir hier einen Schlitz eingeschnitten. Da in diesen Schlitz werden jetzt die Ohren eingenäht. Und zwar legen wir die mit der Spitze nach unten, klappen dann diesen Teil nach unten. Das Ohr schaut da ein bisschen raus. Und dann wird dieser Schlitz samt dem Ohr zusammengeklammert. Hier immer schmäler werden und verlaufend ausnähen und vernähen. Unser Einhorn hat jetzt schon Ohren, aber noch keine Augen und die kommen jetzt als nächstes dran. Wir haben entschieden für grüne Augen. Und natürlich braucht die Ellie auch noch einen Mund. Und was braucht ein Einhorn noch? Natürlich ein Horn. Und das machen wir jetzt auch wieder aus diesem Karo-Stoff. Das wird zugeschnitten in einem länglichen Dreieck und wird da wieder auf den beiden Seiten zusammengenäht. Unten bleibt offen, da wird es dann gewendet. Das Einhorn wird wieder gewendet. Vorher schneiden wir die Spitze oben ab. Und jetzt wird das Horn mit ein bisschen Füllwatte gefüllt. So, und jetzt fehlen uns nur noch die Mähne. Und die mache ich aus so einer hübschen Vorhangfransenborte. Da haben wir schon ein Stück abgeschnitten. Da fangen wir jetzt an, zuerst das Horn anzuklammern. Gleich vorne an der Stirn. Und dann kommt die Mähne, vorher aber noch, ganz wichtig, die Ohren mit Stecknadeln nach unten stecken, weil die würden uns beim Zusammennähen sonst stören. Und jetzt fangen wir so an, so ganz verlaufend, diese Mähne hier anzuklammern. Und jetzt kommt der zweite Teil drauf, wieder die Schöne auf die schöne Seite legen. Die Klammern werden da übertragen auf den zweiten Teil. Und unten bleibt natürlich wieder offen, das ist die Wendeöffnung und auch die Füllöffnung. Und jetzt kommt der große Moment, wo wir unser Einhorn umdrehen. Aber bevor sie ganz fertig ist, wird sie jetzt noch gefüllt und zwar mit Zirbenspänen. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen, dass sich die Zirbenspäne ein bisschen jetzt in der Mähne verfangen. Das kann man nachher wieder ausschütteln. Und da tun wir jetzt ordentlich viel Zirbenspäne hinein. Zuerst nach vorne, dass sie richtig schön prall gefüllt ist. Und zum Schluss wieder die Wendeöffnung zuklammern. Fertig ist unsere Ellie Einhorn. Ein alter Vorhangstoff wurde zu neuem Leben erweckt und dient nun als duftender Polster.
So, und jetzt bei mir im Studio begrüßen darf ich Yvonne Ruef und Michael Schmalzbauer. Yvonne Ruef, die Organisatorin des jährlichen Dancer Against Cancer Balls, der am Samstag wieder in der Wiener Hofburg über die Bühne geht. Das ist dein Tanzpartner, der Michi. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr bei mir seid. Danke für die Einladung. Und ihr habt was Sensationelles auf die Beine gestellt, nämlich am Samstag zum Ball kommt ein internationaler Stargast, Simone Jade McKinnon. Man kennt sie vielleicht aus McLeods Töchter oder die Männer vielleicht eher, wer Baywatch dabei schon mal gesehen hat. Und die tut sich wirklich was an für diesen Ball. Erzähl's mal. Ja, die tut sich was an. Also von meiner Seite was Frauentypisches. Sie hatte wahnsinnig schöne Dreads, irrsinnig lang, hüftlang. Und die hat sie sich jetzt gestern einen ganzen Tag lang rausnehmen lassen, weil sie war noch nie in Österreich, noch nie in Wien, schon gar nicht auf einem Ball. Und sie möchte natürlich so gestylt, wie sie es halt im Internet gefunden hat, dort auftauchen. Das heißt, sie hat alles rausgenommen. Also Ball-like, keine ganz genau, verfilzten Dinger mehr. Ja. Ganz genau. Und das, obwohl sie eben für mich sowieso toll ausgesehen hat. Aber sie hat gesagt, keiner wird mich erkennen, damit ihr auch noch einen medialen Push habt, nehme ich mir die raus. Und dann wohnt sie auch nicht um die Ecke. Ja, also sie ist jetzt 24 Stunden unterwegs gewesen und heute Mittag angekommen. Und ja, und jetzt hat sie gleich, obwohl sie wirklich Jetlag wahrscheinlich ohne Ende aus Australien hat, jetzt hat sie gleich das nächste Problem. Das nächste Problem bist du, warum? Naja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Es ist leider nicht mehr so viel Zeit bis Samstag. Und ja, also es geht sich noch ein bis zwei Proben, wenn sie noch ausgehen. Und dann schauen wir, dass wir... Naja, und unsere Zuschauer wissen ja gar nicht, wofür. Was brauchst du denn? Ja, ich darf mit dir eröffnen. Also ich darf mit dir den ersten Walzer tanzen an dem Abend. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil mit einem internationalen Stargast das zu machen. Ihm geht es wirklich gut. Sie ist ausgebildete Musical-Tänzerin. Okay, also sie kann es ein bisschen. Sie hat die Hauptrolle in Cats gehabt. Das ist halt vor ihrer Hollywood-Zeit gewesen. Sie hat ein bisschen Angst und übt in der Scheune. Wirklich? Und joggt. Was heißt in der Scheune? Erklär mir mal so ihre Lebensumstände. Kommt, wo wohnt ihr denn? Die Musikerei? Nein, in Australien hat sie mehr oder weniger sehr naturverbunden. Ja. Deswegen hatte sie auch damals diese Rolle der Stevie Hall, weil sie wahnsinnig tolle Reiterin ist. Und hat auch privat quasi eine Ranch, wo sie mit ihrem Sohn lebt und den sie auch mitnimmt. Und damit ist es für sie ganz, ganz weit weg, dass sie jetzt noch tanzt. Also es ist alles von früher, aber sie hat geübt, dass sie heute Abend bei der Probe... Sie freut sich schon. Ja. Genau. Und der kleine Sohnemann kommt auch mit? Auf den Ball, ganz genau. Der ist momentan, schauen wir, dass er munter bleibt, also oder mit dem Jetlag das irgendwie am Ball dann hinkriegt, weil er hat jetzt schon einen Anzug bekommen und sie will ihn natürlich dabei haben am Samstag. Ach Gott, entzückend. Und wie ist es überhaupt zur Zusammenarbeit oder zu dem Besuch von ihr bei euch dann am Ball gekommen? Weil ich nehme mal an, man kriegt so einen internationalen Star jetzt nicht so im Handumdrehen. Das stimmt, das ist meine Freundschaft zu Manfred Baumann, der seit Jahren uns wahnsinnig hilft und der ja die Stars persönlich kennt. Und das ist der wichtigste Grund. Mhm. Du musst jemanden kennen, dass du ihn so fragen kannst, ohne Gage, ohne Honorar, sich in den Flieger zu setzen und quasi ja, diesen langen Weg auf sich zu nehmen, um auf dem Ball zu sein und wieder mit der Presse zu tun zu haben, also nicht jetzt privat. Und das geht nur mit Manfred, der Simone geschuttet hat und sie gefragt hat. Und leider hat sie Erfahrung mit Krebs in der Familie und dadurch hat sie eigentlich sofort ja gesagt. Das müssen wir noch ein bisschen vorwegnehmen für alle, die den Dancer Against Cancer Ball noch nicht kennen. Es gibt den jetzt zum wievielten Jahr? Zum 13. schon. Und alles, was an diesem Abend passiert, geht zugunsten der österreichischen Krebshilfe. Magst du da kurz darauf eingehen? Ja, also generell sammeln wir immer pro Bundesland, das ist in dem Fall Wien. Wir haben mittlerweile schon mehrere Dance Against Cancer Bälle und Wien ist nach wie vor der größte und leider auch der meiste Bedarf von der Krebshilfe Wien. Und wir haben heuer das Projekt, dass Patienten, die es nicht mehr schaffen, in die Krebshilfestation zu dem Psychoonkologen zu gehen, dass die daheim betreut werden und für die Patienten ist es kostenlos. Deswegen müssen wir oder wollen wir das vorfinanzieren. Mhm. Eben damit Sie die Zusammenhänge verstehen und deswegen
ladet ihr auch, wenn geht, Gäste ein, die mit diesem Thema Berührungspunkte haben. Gibt es noch Restkarten für den Ball, falls Sie wollen? Gibt es noch ein paar. Okay. Dann kann ich nur empfehlen, ich werde auch da sein und so, ich darf sogar beim Showtanz mittanzen. Ich würde empfehlen, lassen Sie sich dieses Happening nicht entgehen. Es ist wirklich ein wunderschöner Ball, jedes Jahr aufs Neue. Danke, Yvonne Ruf und Michael Schmalzbauer, für euren Besuch bei mir im Studio. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, und fast dreimal so alt wie der Dancer Against Cancer Ball ist mittlerweile das Planet Music Imperium. Mit den Konzertlocations der Szene, der SimCity und dem Gasometer in Wien. Ja, und wenn solche Rockbühnen runden Geburtstag feiern, dann spielt da natürlich alles auf, was in der heimischen Musikszene Rang und Namen hat. Wenn das Planet Music Imperium 30 Jahre Geburtstag in der SimCity feiert, dann darf ehrliche Rockmusik nicht fehlen. Und dazu greift Muff Sopper, der Gründer des ehemaligen Rockhauses und des Planet Music Imperiums, sogar selber noch einmal in die Saiten. Und natürlich kamen fast alle lokalen Größen, um den Retter der Rockmusik in Wien zu gratulieren. Ich sehe mich nicht unbedingt als Retter der Rockmusik, aber als Entwickler der Rockmusik in Österreich oder speziell in Wien. Weil das Rockhaus jetzt tatsächlich ohne mich nicht geben, weil das war schon eine große Idee von mir. Und aus dem hat sich alles weiterentwickelt, weil wir einen guten Job gemacht haben. Weil ich ein gutes Team habe, ein gutes, gewachsenes Team, mit einem sehr familiären Zugang untereinander. Und miteinander haben wir das geschafft, sowohl die heimische Szene zu befruchten, als auch in der internationalen Szene was weiterzubringen. Er war sicher der Initiator für alles, dass es einfach in Wien Rockmusik gibt, dass es österreichische Bands gibt, die unterstützt werden, die eine Spielmöglichkeit haben. Das praktizieren wir jetzt seit 30 Jahren in unseren diversen Locations. Aber es bleibt dabei, Muff ist der Urvater des Rock. Erstens einmal war ich dabei, ziemlich vom Anfang an, als Besucher. Und eigentlich ab der frühen 90er Jahre auch schon selber als Musiker. Also ich traue mich behaupten, nicht einmal ich dort da stehe, wenn es in Muff nicht kann. Blind Petition-Gründer Johannes Bartsch war auch von Beginn an mit dabei. Es hat damals nicht allzu viele Auftrittsmöglichkeiten gegeben und wir haben dann erst eigentlich mit dem damaligen Rockhaus geschaut, dass auch die österreichischen Bands zum Zug kommen und nicht nur die internationalen und die dann halt zahlen lassen dafür, dass du vorn weg spielen kannst. Also ist jetzt nicht gegeben. Nein. Das Who is Who der heimischen und internationalen Rock- und später Rap- und Elektronikmusik sind im Rockhaus oder im Planet Music oder in der Szene Wien aufgetreten. International haben wir sehr viele Freundschaften geschlossen, vor allem mit dem Mick Box von Uriah Heep, die Martina wird da vielleicht mehr erzählen drüber. Meine Lieblinge sind immer die Uriah Heep gewesen. Ja, da gibt es so beeindruckende Geschichten, wo ich sogar bei Lady in Black irgendwie auf die Bühne gehe und mit der Band singe. Und ich bin auch sehr gut gewesen mit Alice Cooper, wie er da war. Der hat sich wirklich eine Aftershow-Zeit genommen mit ein paar Leuten und unter anderem auch mit mir. Mehr als nur ein paar Worte zu wechseln. Und immer, wenn der kommt, ist hey, hey, good to see you again. Und du lebst noch immer, ja, ich lebe noch immer und so weiter. Es war schon eine Challenge, dass wir sich die internationalen Connections aufbauen haben müssen und Überzeugungsarbeit leisten mussten, damit das Rockhaus in Wien einen internationalen Ruf bekommt. Und um die Elektronikmusik im Planet Imperium kümmert sich seit 10 Jahren Eva Gotschke mit Begeisterung. Elektronik ist so vielseitig. Da geht einfach irrsinnig viel. Man kann Klassik mischen damit, man kann Rock mischen, man kann alles mischen damit. Und Elektronik steht auch extrem gut für sich selber. Und das hat man einfach irrsinnig taugt. Und das war's auch schon wieder mit Schauleben für heute. Morgen wird dann Chartstürmerin Mattea mit ihrem Superhit Zweimal bei mir zu Gast sein. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, Sie freuen sich auch. Schalten Sie wieder ein um 18 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Baba. Ich freue mich auf Sie.